Ja, bevor wir uns die diskreten Methoden anschauen, möchte ich noch ein paar ganz allgemeine Bemerkungen zu Randwertaufgaben machen. Zunächst mal, wenn Sie zurückdenken an die Behandlung der Anfangswertaufgaben, da sind wir angefangen mit dem Satz von Pekka Lindelöf, der uns garantiert hat, dass es zumindest mal in einem kleinen Intervall ab dem Punkt, wo wir die Anfangsbedingungen vorgeben, tatsächlich eine Lösung gibt und dass diese Lösung eindeutig ist. Leider ist die Sache für Randwertprobleme sehr viel komplizierter und deshalb werde ich die Theorie hier jetzt zum Anfang erstmal zum Großteil rauslassen. Wir werden später nochmal einmal wieder dahin zurückkommen und auch den Satz, den ich gleich zitiere, zumindest so ähnlich beweisen. Und ja, zunächst mal möchte ich konkretisieren, welche Art von Aufgaben wir uns überhaupt anschauen wollen. Und das sind die sogenannten Sturm-Liouville-Probleme. Und das heißt einfach nur, dass wir uns nicht beliebige Differentialgleichungen anschauen wollen, sondern dass wir uns nur Differentialgleichungen von einer ganz bestimmten Struktur anschauen wollen. Und zwar der folgende Form. Für, also ich schreibe es mal erstmal hin, minus p mal y Strich, Strich ausgewertet an der Stelle t plus q von t mal y von t gleich f von t. Das heißt, die Differentialgleichungen, die wir uns anschauen wollen, die sollen alle von dieser Form sein. Wir werden uns dann häufig anschauen, Dirichlet-Probleme auf einem Intervall AB. Das heißt also, wir geben vor y von a gleich y0 und y von b gleich y1. Und was ich beim letzten Mal nicht gesagt habe, man nennt solche Randwertprobleme auch homogen, also homogene Randwerte. Damit meint man einfach, dass man 0 auf dem Rand vorgibt, also y0 gleich 0 und y1 gleich 0. Und entsprechend reden wir hier auch von einer homogenen Differentialgleichung. Wenn wir vorgeben, die rechte Seite f gleich 0. Also homogen bedeutet einfach nur immer rechte Seite gleich 0. Okay, wir wollen das noch ein bisschen mehr vereinfachen. Häufig werden wir uns einfach zurückziehen auf den Fall p gleich 1. Und das heißt, wir betrachten dann die Differentialgleichung minus y2 Strich von t plus q von t mal y von t gleich f von t. Und im noch einfacheren Fall setzen wir sogar auch noch q gleich 0 und erhalten minus y2 Strich von t gleich f von t. Und das ist die sogenannte Poisson-Gleichung. Und zum Beispiel für die diskreten Verfahren wird sich herausstellen, daran können wir alles sehen, was wir wissen wollen. Okay, jetzt denken Sie vielleicht, naja, also Gleichungen, die so einfach sind, die werden ja wohl, die Randwertprobleme werden hoffentlich tatsächlich immer eine eindeutige Lösung haben. Es stellt sich heraus, das ist nicht der Fall. Und zwar betrachten wir mal die ganz einfache Gleichung minus y2 Strich von t minus y von t gleich 0. Also ein homogenes Sturm-Liouville-Problem mit p gleich 1 und q gleich 0. Okay, und wir betrachten dafür Dirichlet-Randwerte. Und erstmal, wie sehen die Lösungen dieser Differentialgleichung aus? Naja, da steht y2 Strich plus y gleich 0. Sie wissen, die Lösungen davon sind Kosinus und Sinus und das sind doch alle, ja, beziehungsweise deren Linearkombinationen. Das heißt also, Cosinus t und Sinus t, also Cosinus t und Sinus t sind die Lösungen. Cosinus t und Sinus t sind Lösungen. Schlechte Idee, Sinus und sind in einem Wort zu benutzen. Okay, Cosinus t, Sinus t sind Lösung und eine allgemeine Lösung,
dieser Differentialgleichung ist eine Linearkombination davon. Okay, das bedeutet, wir wählen mal a gleich 0 und b gleich 2pi. Und dann können wir uns fragen, also wie sieht ein Randproblem dafür aus? Wir würden also vorgeben, y von a gleich y 0 und y von 0 gleich 0 und y von 2pi gleich y 1. Ist dieses Randwertproblem mit dieser Differentialgleichung, ist das lösbar? Ja, natürlich nicht. Ja? Also die Cosinus und Sinus sind 2pi periodisch. Das heißt, es gilt automatisch y von 0 gleich y von 2pi. Und das heißt, wenn Sie unterschiedliche Werte für y 0 und y 1 vorgeben, hat dieses Randwertproblem keine Lösung. Das heißt, offensichtlich ist selbst für diese einfache Differentialgleichung das Randwertproblem nicht immer eindeutig lösbar. Und das ist schlecht. Ja? Ohne dass ich das jetzt zu diesem Zeitpunkt beweisen werde, wir werden es später sehen, dass das absolut Sinn macht, zitiere ich hier einfach nur, es sei Q von T, das wir gerade gleich minus 1 gewählt hatten, Q von T größer gleich 0 und F stetig. Dann besitzt das Sturm-Liouville-Problem Randwertproblem, also hier zum Beispiel mal mit Dirichlet-Randbedingungen, eine eindeutige Lösung. Ja, und das ist kein Widerspruch zu unserem Beispiel von gerade, denn wir hatten das Q gleich minus 1 gewählt und das erfüllt offensichtlich hier die Voraussetzung nicht. Okay, gut. Das heißt also, wir ziehen uns zurück auf die Behandlung einer ganz einfachen Differentialgleichung, nämlich der Poisson-Differentialgleichung. Da garantiert uns dann, weil Q gleich 0 gewählt ist, tatsächlich dieser Satz eine eindeutige Lösung. Und das wollen wir jetzt als nächstes diskretisieren.